Zu diesem Zeitpunkt war es ein Heimspiel für sie. Im Laufe des Besuchs von König Charles in Deutschland erhielt der Spiegel ein paar geheime Akten über seine Mutter aus dem Archiv. Laut einem Medienbericht haben bisher unter Verringerung gehaltenen Dokumente Bemühungen ergeben, für Besuche in Deutschland der verstorbenen britischen Königin Elisabeth II betrieben wurden. Nach Montag konnte das Magazin Spiegel Tausende sehen von Blättern solcher Akten. Dies enthielten Notizen für die Sitzungen der Königin mit Bundespräsident und Bundeskanzler, Briefe des Monarch und ihrer Berater sowie Dokumente des Protokolls. Bei einem Staatsbesuch im Mai 1978 hatte Elisabeth II. Genauige Ideen ihres Geschenks. Nach dem Bericht hatte sie den Wunsch nach zwei Pferden, einem Holsteiner, nicht hell, in keinem Fall zu dunkel, und ein Schimmel, unter keinen Umständen, in keiner Weise, keine viel dunkel. Die deutsche Bundesregierung erfüllte ihren Wunsch und kaufte die Tiere im Wert von rund 60.000 Euro. Nach Spiegel hatte ein Staatsoberhaupt noch nie ein so wertvolles Geschenk erhalten, Büro. Wie das Magazin berichtet, dokumentieren die Dokumente auch das Scramble hinter den Kulissen. Time-Chancellor Helmut Kohl wird nicht stören. Laut dem Bericht zeigt ein Dokument nun, dass dies nicht Fall war, auf dem Brief von einem Leiter der Einheit nach Kohl über den Wunsch Königin handgeschrieben, Kanzlerin Friedrich Bohl handgeschrieben, dass Kohl sich gegen die Rede ausgewiesen hatte, BK nein. Diese Woche, mehr als 30 Jahre später, ist nun Charles III. Für das erste Mal, wenn ein britischer Monarch vor dem deutschen Parlament spricht. Der König wird von Mittwoch bis Freitag ein Landesbesuch in der Bundesrepublik sein.